Hallo, meine Lieben und vielleicht auch Bösen, weiß ich ja nicht. Es wurde endlich mal wieder Zeit für ein vernünftigeres Video. Darum jetzt auch mal aus Versehen mal wieder was aus der normalen Küche. Das Wetter ist nämlich zwar gerade einigermaßen erträglich draußen, aber dem kann man nicht vertrauen. Es soll später regnen, sonst würden wir das vielleicht auch draußen machen. Dann machen wir aber jetzt mal aus Versehen kalte Küche. Wie ihr sehen könnt, ihr braucht Thunfisch, ihr braucht Mais, ein bisschen Mayo, Maggi. Ihr könnt da euch eine Kräutermischung zusammensetzen, wie ihr gerade wollt. Also jetzt ist hier mal, was habe ich da alles reingehauen? Genau. Ein bisschen Thymian, ein bisschen Petersilie, ein bisschen Koriander, kleines bisschen Pfeffer, ein kleines bisschen Salz. Habt ihr erstmal das Gröbste abgedeckt, weil den Rest am Geschmack, den nehmen wir dann von den anderen Zutaten, weil zwei rote Zwiebeln, ganz viel Knoblauch, ein paar Gurken, weil für die Säure und schön lecker. Rote Jalapenos, weil wir wollen ein bisschen scharf haben. Und damit machen wir dann ganz gemütlich einen, na, wie soll man sagen, Thunfischsalat. Aber der wird dann auf Ciabatta geschmissen. Aber jetzt erst einmal die frischen Zutaten verbrauchen. Wir wollen ja. Oh, das wäre fast der Finger gewesen. Nur fast. Außerdem, selbst wenn ich mir jetzt in den Finger geschnitten hätte und da ist ein Stück mit drin, das esse ich trotzdem. Weil der ist für mich. Einmal etwas Autokannibalismus. Ne? Gut vorbereiten. Grob genug. Müsst ihr nicht übertreiben. Gleich könnt ihr da mit den Gurken machen. Schneiden wir die vorher noch einmal halb durch. Ja. Schnell haben wir dann etwas sogar vergleichsweise Gesundes zum Essen, weil ich meine, die meisten Sachen sind ziemlich frisch. Ui. Und dazu etwas lecker Fisch. Gut, Fisch ist nicht so gesund, wie die Leute immer sagen. Aber Fisch passt zum Friday Heide, weil wie jeder gute Christ, erstmal Fisch am Freitag und Fleisch am Sonntag, nein. Treiben oder nur Fleisch am Sonntag. Wo kommt man da hin? Fein genug, müsst ihr nicht kleiner machen. Schön der ganze Knoblauch. Können wir bestimmt jetzt Tricks 17-mäßig einigermaßen schnell. Mal schnell gucken. Die Kamera nicht streikt, weil das macht die ja zwischendurch immer sehr, sehr gerne. Warum auch immer. Ja, aus Versehen mal mit wenig Kommentaren dabei, weil ich bin ein bisschen im Arsch. Nach den ganzen Schichten, die man jetzt geschoben hat, aber dafür sind die meisten Arbeitstage vom Monat jetzt vorbei. Und einmal schnell unsere Zwiebeln. Aber in der Zwischenzeit könnt ihr auch schon euren Thunfisch einfach ganz gemütlich in eine Schüssel packen. Schnappt euch das dann am besten nicht mit einer Gabel, sondern mit einem Löffel, weil sonst habt ihr auf jeden Fall mehr an der Gabel als alles andere. Na, komm raus. Er will nicht. Da, ich wollte sagen. Klonk Schipperklier. Außerdem, einfache Arbeit, braucht keinen Herd. Jetzt schon direkt den Mais. Machen wir so die Hälfte. Ja doch, etwa die Hälfte. Da kommen jetzt um die anderen Zutaten mit dabei. Theoretisch können wir da jetzt auch schon mal Maggi draufhauen. Weil das macht nicht viel Unterschied mit dem Maggi, ob er das vorher oder später macht. Mayo nehmen wir aber später. Das kann weg. So, die flotten Zwiebeln. Schön vorher anschneiden, dann habt ihr auf jeden Fall so gut wie keine Arbeit. Jetzt muss ich mal kurz gucken, was sagt der Zeiger? Der Zeiger sagt, es müsste stimmen. Weil manchmal kann ich dem Handy nicht vertrauen. Außerdem, was ist eigentlich gerade auf meinem Discord-Server los? So irgendwie
Ich habe ja schon mit vielen verdächtigen Sachen gerechnet und dann auch Trolle ankommen, so war ja klar, kamen die Trolle an. Aber jetzt sind ein paar Leute verschwunden, aber nicht einfach irgendwie verschwunden, so. Was ist mit dem lieben Bingo Bongo passiert? So, der ist nicht einfach nur vom Server runter, so, der wird jetzt angezeigt als gelöschter Nutzer, so. Also er hat seinen Account wenigstens vor etlichen Jahren erstellt gehabt. Das heißt, es würde mich bei ihm eher wundern als bei anderen Leuten. Weil, hey, meint ihr, ich kriege das nicht mit, dass ihr teilweise an genau dem Tag auf meinen Server gekommen seid, wo ich auf Discord erstmal den Account erstellt habe? Das kann ich sehen. Deswegen so, wer seid ihr? Also, wollt ihr trollen? Habt ihr euch jetzt extra einen Wegwerf-Account nur für meinen Discord-Server gemacht? Also, das ist schon immer verdächtig dann. Haben auch ich das direkt im Blick gehabt. Weil mit solchen Leuten wie den Gene würde ich immer rechnen. Ich würde mich mal wundern, wer Lappen wieder angekommen ist mit ein paar Fake-Accounts, aber okay. Oh, nu. So. Kurz rumschneiden. Weil, ups. Alles retten, was wir verloren haben. So. Sind wir schon fast fertig mit dem Essen, ja? Das alleine. Küche fällt auseinander. Ich meine, das alleine ist doch jetzt schon sehr lecker. Optisch. Also ich finde, das sieht lecker aus. Vor allem gesund. Da hauen wir dann jetzt unsere Kräuter drauf. Einmal vormengen. Einfach nur noch unsere billige Mayo oben drauf. In der Zwischenzeit schmeißt ihr den Backofen an, weil wir wollen ja Ciabatta machen. Übrigens immer dran denken, was auch immer ihr im Backofen habt, vorher rausholen, weil es dauert erstens länger, bis der aufgeheizt ist und ihr verschwendet dadurch auch in Anführungsstrichen Energie, weil das muss ja mit aufheizen. Aufschweizen. Ja, komm her. Willst du nicht? Ich glaube, die Kamera will anfangen zu streiken, das merke ich auch. Aber die Leute werden auch noch streiken, das merken wir dann anders. Einfach ein guter Schluck Arsch lecken. Weil wir haben leider keinen Miracle Whip. Deswegen einfach einmal so. Dann, wie gesagt, am besten zwei Löffel. Ich habe jetzt leider keine. Aber bevor ich euch jetzt hier weiter beim Umrühren, zugucken lassen, das ist ja eigentlich überhaupt gar nicht interessant. So, kommen Sie her. Jetzt erst noch einmal ein lecker Schlückchen. Und den Rest könnt ihr euch denken. Einmal schön durchmengen. Könnt natürlich auch ein paar andere Sachen mit reinmachen oder abwechseln, was ihr eher geschmacklich haben wollt. Für mich reicht das jetzt erstmal den Tag schön auf Brot. Ein Bierchen und you have a good one.